Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Hackett Live mit den Lappen Sven und Lulu. Wo der immer rumrennt. Geilon. Wo der auch immer rumrennt wieder. Muss mich mal zeigen. Da ist er. Das hässliche pinke Ding da unten. Da. Na Futur, du hast die Ehre, jetzt die Revolution zu uns zu bringen. Folgen Sie mir bitte. Folgen Sie mir bitte. Revolution? Ja, die Revolution. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir revolutionieren alles. Bitte klicken Sie die rechte Workbench hier an. Aha. Und craften Sie 3 Drills. 1, 2, 3. So, jetzt klicken Sie die mittlere an und legen die Drills zwischen die Diamanten. Das geht nicht. Ich muss es einzeln machen. Ich muss es einzeln machen. So, was habe ich das? Jetzt gibst du die mir? Nö. Doch. Und jetzt da kommt die nächste Erneuerung. Hier unsere Superladestation. Klick mal diesen Holzkasten da ah, an. Ah, gut, das kenne ich ja. Zack, zack, zack. Und wir laden unsere Drills hier powermäßig auf. Brauchen wir keine Diamantspitzhacke mehr. Meiner. Und jetzt könnt ihr euch Drills gönnen. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Das können wir unbegrenzt arbeiten, aber ich merke keinen Strom mehr, weil ich wieder die MF. Na, Futur. Wir zwei müssen jetzt rüber. Und die Query dann anschalten. Und ich bin auch mal dafür, dass das Ding hier ausbleibt. Ja, habe ich jetzt ja gerade ausgemacht. So, wir zwei kümmern uns jetzt mal um die Query. Das ist eins zu weit. Boah, ich bin eins zu niedrig. Juhu, oh, ja, sogar hier auch Tag. Wie weit sind wir hier eigentlich weg? Oh, schon ein bisschen. So, und zwar habe ich auch schon die Dinger dabei zum Energie umwandeln. Das heißt, wir müssen die aber erstmal bei uns im Keller umwandeln, oder? Ja, und dann über Trans... Auf in den Keller! Über... Och, wie heißen sie? Teleport Pipes oder so müssen es sein. Tesseract, glaube ich. Tesseract Pipes. So, was muss zuerst? Zuerst muss der... MV Consumer... Genau. Energy Bridge Producer. Genau. Und jetzt machen wir hier ein Ding hin. Und dann brauchen wir mehr Thermalgenerator. Hab ich auch gemacht. So. So, jetzt haben wir in, change, out. Passt. Na gut, jetzt brauchen wir aber. Glaube ich zumindest. Ja, ja, passt. Wir brauchen die BC. Nee, wie heißt. Was brauchen wir jetzt da? Pipe, ne? Das sind jetzt die Pipes. Pipes, genau. Wo, Electronic Pipes. Warte mal, hier kann ich mal gucken. Tesseract. Nee, den gibt's ja noch nicht. Soweit ich weiß. Tesla Coil, ne, es ist nicht, Energy, oh Gott, ich kann, ach, ist das klein geschrieben? Gibt keine Electronic Pipes. Warte, steinere Energieleistung, hölzerne Energieleistung, goldene Energieleitung. Heißen die bei mir Redstone und Wooden oder hölzerne Transport. Ah, die heißen Conductive, ne? Bei mir heißen Transport, die, ich Transport Waterproof Conductive. Ich hab's auf Deutsch umgestellt. Oh, ich sehe Musik jetzt. Waterproof. Bisschen leise Musik. Ja, hölzerne Energieleitung. Was haben wir denn hier? Golden noch? Conductive. Ja, natürlich nehmen wir die goldenen Wänden. Ja, die bringen mehr, aber müssen wir irgendwie transportieren. Wie heißen die denn nochmal? Mit Faced. Habe ich mich schon darum gekümmert. Hölzerne Condition. Tesseract. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir den Tesseract brauchen. Na gut, ich habe das schon gecraftet. Jetzt brauche ich nur noch die hier. Oh gut, ja, passt. Ich hab alles. Den Tesseract kann man vergessen, den kriegen wir nicht gebaut jetzt momentan. So. Irgendwie Transport. Irgendwas mit Transport. So. Die Transport Pipe hier soll nur senden und zwar auf der Frequenz 111. Wie hast du das jetzt gemacht? Moment, ich muss mir angucken. Jetzt müssen wir rüber zur Quarry. Ah, Tatsache, funktioniert. Also. Sollte. Was ist das? Gehen wir hier zur Quarry. Bei der Quarry machen wir jetzt hier die Kontakte, hier die goldene und sagen. Send and receive 111. Ja, es müsste funktionieren normalerweise. Tut's aber nicht. Das ist schon mal scheiße. Bleib mal hier. Ja, wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen Chunkloader. Nee, die Query ist selber einer eigentlich. Also ist sie ein Chunkloader. Ja, aber es kommt kein EU rein und kein MJ raus.
Aber warum kommt kein EU rein? Weil unser Ding füllt sich auf. Warte, ich komme mal rüber. Vor allem, bevor wir das mit Strom, wir müssen ja auch das irgendwie mit, dass die Ressourcen hier rüber geschafft werden. Zuerst möchte ich mal Strom darüber kriegen. Das Ressourcen rüber schaffen geht genauso wie das hier. Aber vielleicht, wahrscheinlich muss da noch ein Wooden davor, warte. Ja, Wooden musst du immer dazwischen machen, sonst kommt nichts durch. Wooden ist immer wichtig. Komischerweise. Ja. Außer bei hier hüben. Da muss ein Wooden hin, hier oder da. Ist ja egal. Wooden, Gold, yes. Ja, der Pock. Oh, aber es ist irgendwie transportiert. Ah, doch, jetzt ist es durch. Zack. Oh, fuck, ich hab ihn das. Natürlich hab ich. Wunderbar! Siehst du, so kriegt man das Ding hier hin. Alter Mann. Ja gut, bis das aufgebaut ist, dauert es eine Weile. Ja, das schreddert jetzt erstmal ein Loch in den Berg daran. Aber rot, blau, also ziemlich schnell. Jetzt können wir in der Zeit den Transport machen. Ja, das ist auch nicht das Problem. Willst du das mal bauen oder soll ich? Mach du, wo willst du das lagern? Ja, direkt ins System. Piss es doch direkt ins System rein. Ah ja, aber das Ding ist ruckzuck voll. Junge, wir haben in unserem System einen Speicherplatz von 16.000. Na ja, gut, hau rein. Ja gut, dann brauchen wir jetzt Transport Pipes. Da müsste ich die Sachen auch alle im Inventar haben, glaube ich. Ja. Goldene Transport Pipe. Ich tu mal ein Ding bauen, ein Recycler. Kann ich die goldene Transport Pipe einfach hier anschließen? Nee, ja, die connected. Ja, muss aber auch Wooden da wieder zwischen machen. Nee, weil Quarry nicht, die ballert selber raus. Sicher? Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. So, dann machen wir jetzt hier die Frequenz 112. Nice, Erde. Send and Receive Public. Stein, Maschinenblock. Eiwürfe nicht Eisen. Bild mir schon ein, dass die Quarry automatisch ballert, aber das können wir ja testen. So, dann hier oben drauf. Haben wir kein raffiniertes Eisen mehr? Das hab ich im Inventar. Na gut, dann hack ich mir. Über ein Stack. Ich hack mir gerade noch meins schön durch. So, Number of Outputs, gut. Jetzt, wenn dann die Query was haut, dann kannst du gucken, ob das rüberkommt. Jo. Aber ich glaube, das dauert noch. Ich weiß immer noch ein Loch in der Wert. So, jetzt haben wir das, dann machen wir das. Aber es sieht geil aus, ja, wenn es dann so eine fliegende Insel genau hier drüber, ne? Weil die nämlich noch über dem Quarry-Radius ist. So, das brauche ich. Also Markus Dirt und so hast du jetzt dann unendlich, ne? Ja, hab ich. Was braucht der? Brauchen wir ja nicht. Oh Gott sei Dank, was brauchen wir Dirt? Stein brauche ich noch. Für einen Penis aus Dirt. Ja, stimmt, wir könnten Dirt-Penisse bauen. Hätte irgendwie Style. Macht man. Das macht man eigentlich immer. Was? Steinpenis bauen? Nein, ja. Dirtpenis. Dirtpenis. Okay. Das brauche ich, das brauche ich. So, jetzt habe ich. Ich finde, das sieht immer so geil aus, wenn die Query wegschreddert. Wenn dann einfach so die Blöcke aus nichts einfach alle verschwinden. Glowstone. Ah, Foto, du kannst nicht mehr deine Löcher zu machen. Das ist unglaublich. Was für Löcher wieder? Ich habe gar nichts gemacht. Dirt? Natürlich hast du Löcher gemacht, Alter. Dirt? Wie war das? Wir müssen von oben Wasser reinfließen lassen, falls du auf eine Lavaquelle stößt, ne? Oh Gott, dann haben wir ja ewig viel Obsidian. Ja, eben. Das Problem ist, wenn ihr auf Lava stößt, arbeitet die sonst nicht weiter. Ja, ne, du musst ein Ding machen. Ein Lava, Wasserfluss drüber. So, wir haben jetzt einen Recycler. Und den hacken wir hier unten noch, auch natürlich hier hin. Irgendwo. So, ich habe eine Wasserquelle genau drüber gesetzt, der ganze Berg wird gerade geflutet. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Alter, Markus! Darum? Ja? Ich habe mega Wasserfälle generiert. Sag mal, ja, das wäre auch cool. Bist du bei diesem komischen Portaltor? Ja, geht durch das Portal durch. The Rift auf gut Deutsch. Oh, das ladet jetzt super. Oh, schön! Nur das Problem ist, dass die... die Quarry viel größer ist. Na gut, du hast da auch nochmal Wasser. Ja, jede Schicht, wo es runter geht, schiebt sich doch dann das da wieder weiter auseinander. Wasser fließt ja dann mit der Zeit immer weiter auseinander und irgendwann... Du hast auch irgendwann unendlich Dirt, Alter. Alter, was? Wie bitte? Du hast auch irgendwann unendlich Dirt. Was mir hier Scheiße rauskriegt. Und
Was wir hier alles rauskriegen. Das wird. Ja, wir müssen eh irgendwann, glaube ich, Stone löschen und der hat. Nein, das wird in der Recycler gebollert. Ja, oder so. Und dann draus kriegst du Trash und Trash macht dann UU-Meta. Ja, und aus UU-Meta kann man wieder fast alles machen, ne? Kannst du alles machen, genau. Oh, scheiße, hat jemand auf die Uhr geguckt? Ich nicht. Ja, Foto, du bist der Aufnehmer. Achso, ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die erste Folge, weil wir jetzt genau 11 Minuten haben, weil wir eine Minute überzogen haben am Anfang. Er baut das Gitter auf, er baut das Gitter auf. Ja, gut. Schnell beend die Folge, damit bei der nächsten direkt losgeht. Jo, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.